Wenn Sie Probleme mit dem Fingerabdrucksensor auf Ihrem Dell-PC haben oder die Fingerabdruckfunktion nicht auf dem Anmeldebildschirm angezeigt wird, versuchen Sie diese schnelle und einfache Lösung. Das Aktualisieren des Codex-Treibers behebt normalerweise die meisten Probleme mit dem Fingerabdrucksensor. Gehen Sie zu dell.de/support und geben Sie Ihre Service-Tag ein. Überprüfen Sie unter Treiber und Downloads Ihr Betriebssystem und wählen Sie im Feld Kategorie die Option Sicherheit. Suchen Sie nach dem neuesten verfügbaren Codex Fingerprint Sensor Treiber und laden Sie ihn herunter. Suchen Sie die heruntergeladene Datei und führen Sie die Setup-Datei aus. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um den Vorgang abzuschließen. Starten Sie Ihren PC neu und prüfen Sie, ob das Problem behoben wurde. Wenn Sie weiterhin Hilfe benötigen oder Fragen haben, wenden Sie sich über soziale Medien auf Facebook oder Twitter an einen technischen Support-Mitarbeiter von Dell. Sie können auch das Dell Community Forum besuchen, um zu erfahren, was andere zu diesem Thema sagen. Auf diesem Kanal stehen weitere hilfreiche Tipps und Tutorials zur Verfügung. Werden Sie also noch heute Abonnent. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, geben Sie ihm ein Gefällt mir und vielen Dank fürs Zuschauen.